Problem habe ich auch. Bitte ein bisschen rhythmischer. Richtung Hip-Hop. Und dazwischen kannst du dann natürlich ein bisschen improvisieren, so in der Richtung. So. Also, die Hand nach oben, es sei denn, du zeigst mir jetzt mit dem Finger auf einen, der dich ersetzt. Ich glaube, da will schon jemand. Guck mal, der junge Mann hier vorne mit der lilanen Weste. Winter. So, Hip-Hop wäre nicht neu für dich. So, das Beat mal bitte weiterreichen. Gibst du uns ein Beat? Nicht aufhören, wir brauchen den Beat durchgehen. So, und der Dieter, der darf sich schon mal vorbereiten. Du musst nichts ausdenken, wir haben alles für dich getan. So, ganz kurz mal durchlesen. So, der Beat sollte ein bisschen länger dauern. Deswegen müssen wir uns mit dem Publikum, Victor, ne? Wir stellen uns zusammen mit dir auf das Publikum ein, damit jemand sich natürlich auf den Rhythmus einstellen kann. Seid ihr noch da? Seid ihr mit uns? Yo, yo, yo und los geht's. Große Klasse. Also ich würde sagen, wir sind bereit. Ihr seid bereit, wir sind bereit, jemand ist bereit. Mikro ist für dich. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, please welcome MC Dima. Und auch er will helfen, ihr zur Seite stehen und so mit ihr durchs Leben gehen. Ganz sicher wird es nicht immer anreicht, dass Glück auch mal der Trauer reicht. Doch stets sollten sie dann auf nicht bauen, nicht einsam auf Problemen kommen. Super große Klasse, wir bedanken uns bei euch. Vielen herzlichen Dank. Toller Beatboxer, tanzt du auf Breakdance? Nein, Spaß, du darfst essen. So, ich habe jetzt gerade ein Geheimnis vom Alex erfahren, lieber Victor. Mir wurde gerade verraten, dass du erstmal 5 Gläser trinken musst und dann tanzt du Breakdance. Aber Spaß beiseite, wir haben Hunger. Wurde das Herz berührt? Ja, es wurde. Wunderschön und vor allem modern und einzigartig, so wie wir es wollen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Gäste sagen, flüssige Nahrung ist gute Nahrung, reicht uns aber nicht. Deswegen würde ich jetzt einfach das Mikro reichen, damit ihr jetzt das Wichtigste für diesen heutigen Tag machen könnt für eure Gäste, nämlich das Buffet eröffnen.